Nach zwei gefühlten Ewigkeiten gibt's endlich mal wieder ein Video. Und ausgerechnet von WoW wird es handeln. Es tut mir leid für all jene, die WoW hassen. Es tut mir also fürchterlich leid, aber ich habe gerade Bock gehabt drauf. Und wir machen heute ein BG. Und zwar das Ganze auf Hordenseite. Mit meinem 106er Level Taurenkrieger. Und ja, da steht zwar 109, aber das ist ganz normal. Weil das wird dann angeglichen an alle 109er. Whatever. Gehen wir's an, würde ich sagen. Steigen wir direkt den Allianzlern ins Leben. Heute. Also normal spiele ich ja Allianz, ja. Heute bin ich mal halt die andere Fraction, ne? Jo. Ich werde vielleicht ganz kurz was erklären zu diesem BG für alle, die es nicht kennen sollten. Es handelt sich um Warsong oder Kriegshymnenschlucht auf Deutsch. Und da geht es darum, die Flagge der gegnerischen Fraktion zu stehlen und bei uns in der Base, ja, dort einfach hinzubringen. Gleichzeitig darf die Allianz in dem Fall aber nicht unsere Flagge haben. Und ich würde sagen, wir steigen denen gleich mal ein bisschen ins Leben, wie gesagt. Das heißt, zuerst kommt der Freund dran. Tschüss mit dir. Dann hier der nächste. Ja, bin ich entsetzt. Ja, das bin ich öfters. Bin ich schon in der Früh, wenn ich aufstehe, bin ich entsetzt, dass ich aufgestanden bin und mir alles am Arsch geht. So, zack. Gut, wunderbar. Der nächste ist vernichtet. Das schaut nach einer glatten Partie aus für uns, würde ich sagen. Weil. Ja, die Allianz, ehrlicherweise muss ich sagen, die Ali sind leider nur zu 6, also das ist ein bisschen fad. 6 gegen 9 ist nicht ganz so spannend, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Mariko geht fleck, du mich auch, ja, dann hole ich halt die Kasse. Wenn ich da nicht hängen tät. Da kriegst du es dann. Aha, das orientiert Zimmerinsi. Ja, jetzt haben sie mich lieb, da werden wir defensiv gleich anwerfen, sobald ich raus bin aus der Scheiße da. Also aus dem Stun. Wir werden uns aber da nicht lumpen lassen und werden die noch bashen. So, zuerst der Schurke, dann der Pali. Schurke down. Pali next. Pali mir egal, ich marschiere einfach mal weiter. Die regeln das schon, oder? Die regeln das schon. Wir gehen da weiter den Tunnel entlang. Ja gut, so kann man natürlich auch das BG mal ein bisschen kennenlernen, wenn es jetzt nicht ganz so stressig ist, würde ich sagen, wenn ich auch ein bisschen was erzählen kann dazu, obwohl viel zum dazu gibt es nicht. Ihr habt es jetzt gesehen, ich habe die Flagge von der Allianz gestohlen, renn damit jetzt in unsere Base, da drüben ist der Friedhof der Allianz und werde die Flagge dann entsprechend bei uns abgeben, ganz einfach und ja. Das war's, dann steht es 1-0 für uns, dreimal müssen wir das machen, also 3-0 oder 3-1, 3-2 kann man gewinnen und dann ist man Sieger von dem ganzen Battleground. Da läuft der Zeit runter, wenn das auf 0 ist, dann ist es auch vorbei, ja. Und wer führt, also von den Flaggen her, der ja, gewinnt dann natürlich, ja. Sag ich mal. Ist logisch, würde ich sagen. Da haben wir so Füße, so schnelle, so Stiefel. Tschu, die nehmen wir uns und dann rennen wir wie von der Tarantel gestochen. Und geben die Flagge ab. Und jetzt steht es 1-0 für uns. Yippie. Das war schon das ganze Geheimnis von Warzone. Wow, spannend. Jetzt haben wir noch 4 Gegner, also machen wir einen Schnitt und sehen wir uns in der nächsten Partie wieder, würde ich sagen. Ja, 3-0 und aufgestiegen auch gleich auf Stufe 107, juhu, ab zur nächsten Partie. Und dieses Mal Aratibecken, sehr schön, wunderbar, dann steigen wir direkt rein. Und in dieser Runde werde ich wahrscheinlich weniger reden und mehr mein Schwert sprechen lassen, ja, so schaut's aus. Gehen wir's an. Vielleicht kurz erklärt, in der BG gibt's 5 Flaggen, die man einnehmen kann und die Mehrheit gewinnt sozusagen. Also, wenn wir 3 Flaggen haben, am besten der Schmiede, Hof, Sägewerk zum Beispiel, die Allianz nur 2, also Stahl und Mine, dann haben wir eigentlich schon fast gewonnen. Also dann haben wir die mehr Ticket Bleed als wir und verlieren dementsprechend früher. Thank you.
Du rennst mir nicht davon. Vergiss es, jawoll! Bam! The next one, please. Ich hasse Magier! Attacke, Charoni! It's your weekly routine that bothers me before you hurt yourself. Ich bin gerade in der Luft geschafft, Alter. Das habe ich auch selten noch gesehen. Ah, jetzt bin ich aber ein bisschen popsch. Bin so richtig im Arsch jetzt, Alter. Ah, den wollte ich noch mitnehmen, verdammt! Knappe Partie, glaube ich. Ich hoffe, wir kriegen jetzt Goldmine und sonst können Stall halten. Ah, das wäre dann, dann wären wir zumindest im Vorteil von den Flaggen her. Machen wir dann für die Allianz. BC. Bubble, da brauche ich gar nicht weiter auf ihn gehen. Noch nicht, aber gleich. Aber jetzt. Hui. Nicht schlecht.
Ha! Hat er geglaubt, der Schurke. Hat er geglaubt, der Schurke, Alter. Hat er zuerst den Stun und dann seine Waffen kassiert. Bam! Der nächste kommt. Das ist problematic. Maul. Problem wird sein, ich habe jetzt einen 15 Sekunden Respawn, ich komme nicht mehr rechtzeitig ran. Der Schurke wird sterben, X-Flash heißt er. Hier. Ah, noch lebt er, noch lebt er. Aber jetzt wird er gleich kippen, da fällt er schon. 3, 2, 1. Respawn. Okay, ich könnte noch anti-tappen. Oh Mann, schade, 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 schade. Ah, Mist. Ja, das ist natürlich jetzt... Ja, da kann ich jetzt eigentlich nur noch umfallen, ne? Ist klar, das bringt doch gar nichts mehr in Wirklichkeit. Kann ich mich killen lassen. Ah, Mann. Ich meine, wir haben es geschrieben, ne? Warum wir Hof noch immer nicht haben? Naja, don't know. Da will man Stahl bei der Allianz Base. Cool. Ah Mann, es ist echt scheiße ohne ihn. So kann man nicht arbeiten, ey. So kann man nicht arbeiten. Wirft er die Bubble an. Desorientiert mich. Oh Mann, es ist so klar. Komm, 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 Bubbles aus. Die ist echt knapp. Das ist, steht 1187 zu 1038 gerade. Das ist sauknapp. Stahl müssen wir. Wäre cool, wenn wir es drehen könnten. Aber die Flagge haben wir mal wieder. Nice. Ja, gut, wir sind eigentlich eh zu dritt. Okay, okay, okay. Das schaut okay aus. Schmiede gibt es wahrscheinlich einen Ink demnächst. Deswegen laufe ich da schon mal hin. Wie gesagt, für mich, Schurke und Magier da jetzt bei Mine, das ist eine perfekte Kombo zum Deffen eigentlich, kann man sagen. Also Schurke-Mage ist eine verdammt starke Kombination. Deswegen werden die mich da nicht unbedingt brauchen da unten. Und wenn doch, dann werden sie hoffentlich schreien. Wenn sie Hilfe brauchen. We'll be right back.
Ah, da wenigstens ist er noch executed worden von mir. Da, der Charming-Wind, der da drinnen war. Ah, den können wir zurück. Jawohl. Wir müssen schauen, dass wir die Schmiedeflagge treffen. Die schon weg ist. Ja, toll. Großes Kino. Jetzt gewinnt die Allianz. Das ist ganz knapp. Das darf ja nicht wahr sein. Wie kann man ein Game so verkacken? Das habe ich gerade einen Schurken aufgedeckt. Ja, ich werde wieder kippen. Ich habe halt 0 Heal. Ja, es ist halt schwierig, ne? Wenn man genau einen Heiler hat und der ist, wo ist er denn von der Heilung her? Ja, halt auf Platz 3 hinter den Allianz-Healern, dann kann man nichts tun. Kann man aber nichts machen, dann verliert man so ein Game halt einmal. Shit happens. Das war's mit dieser Folge WoW Battlegrounds. Euch danke ich fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und man sieht sich wieder bei anderen Videos, hoffe ich doch. Bis dahin. Babachi. Servus.